Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go. Ich bin Chaos Lady. Heute geht es vor allem um Kyogre, aber auch um den neuen Ladebildschirm. Seit die neue Jahreszeit begonnen hat, gibt es einen neuen Ladebildschirm. Finde ich ganz nett, dass sie das jetzt auch so durchziehen, dass bei einer neuen Jahreszeit dann auch einfach ein neuer Ladebildschirm da ist. Und hier auf diesem Ladebildschirm haben wir ganz links ein neues Pokémon, das es zuvor im Pokémon Go noch nicht gegeben hat. Aber das Event für dieses Pokémon ist, soweit ich weiß, schon angekündigt worden, nämlich gestern Abend. Kyogre kommt in die Fünfer-Raids am Mittwoch, den 1. Juni um 10 Uhr Ortszeit und geht bis Dienstag, 7. Juni, 10 Uhr Ortszeit. Dieses Pokémon ist das siebte Mal in den Raids. Letztes Mal war es 2021 im Januar in den Raids und davor 2019. Heftig. Hatte eine sehr lange Pause, war zwar im Feldforschungsdurchbruch, aber naja, das ist ja nicht dasselbe wie in den Raid. Dieses Pokémon ist von Typ Wasser und kann die Attacken Kaskade als Sofortattacke und als Ladeattacke Blizzard, Donner, Hydropumpe und Surfer erlernen. Ein Pokémon von Typ Wasser hat eine Schwäche gegen Elektro- und Pflanzenattacken. Die Attacken von Typ Stahl, Feuer, Eis und Wasser sind nicht sehr effektiv. Laut der Infografik von Legends Lima kann man diesen Raid-Boss erst ab 3 Leute besiegen. Darüber bin ich jetzt sehr überrascht. Ich hatte nämlich gestern auf PokéBattler nachgesehen und konnte feststellen, dass man mit Wetterboost auf Sonne, Level 50er Konter, Pflanzen-Pokémon, weil sie ja dann durch den Wetterboost ja verstärkt werden, Mega-Pokémon, das passende vielleicht sogar noch, und dann noch Krypto-Pokémon einsetzt, dann kann man den wohl auch zu zweit schaffen. Um gegen den Raid-Boss hier gut kämpfen zu können und auch eine gute Unterstützung zu sein, könnte man zum Beispiel Krypto-Pokémon, Raikou, Magnezone oder Elevoltec einsetzen. Ich habe sogar alle 3 davon und habe sie nochmal geprüft und sogar nochmal neu gepusht. Dann als Mega-Pokémon könnte man Mega-Voltenso, Bisaflor, Ampharos einsetzen. Blöd ist nur, wenn man keine Mega-Energie mehr hat, weil man unbedingt versucht, die ganzen Pokémon auf Stufe 3 zu bekommen. Haha, super. Und da ich das ja jeden Tag mache, sind viele Pokémon dadurch sogar eine Weile gesperrt. Zur Not würde ich vorschlagen, nehmt Wasser-Pokémon als Mega-Pokémon, dann bekommt ihr wenigstens nochmal entweder 50 oder 100 Erfahrungspunkte, je nachdem auf welcher Stufe ihr das Mega-Pokémon habt. Als normale Konter könnt ihr dann Zekrom, Zarude, Raikou, Voltolos in der Tiergeistform, Caputoro oder Elevoltec einsetzen. Wenn ihr noch weitere Konter braucht, dann geht ihr am besten auf pokebattler.com. Wenn ihr den Raid-Boss dann besiegt habt, dann kommt ihr in den Fangmodus. Im Fangmodus könnt ihr dann sehen, ob es Shiny ist. Die Shiny-Rate liegt so bei 1 zu 20, also wenn ihr Glück habt, bekommt ihr innerhalb von 40 Raids ein Shiny. Außerdem könnt ihr anhand der WP erkennen, ob es ein gutes ist. Ohne Wetterboost ist das Pokémon bei 2351 WP auf Max und bei Wetterboost, also bei Regen, hat das Pokémon auf Max 2939 WP. Die legendären Raid-Bosse haben eine sehr niedrige Fangrate. Diese Fangrate lässt sich aber massiv erhöhen. Wenn ihr zum Beispiel die Fangmedaille auf Platin habt, dann erhöht sich anscheinend die Chance auf 4, was genau das auch immer bedeutet. Dann die goldene Himi unterstützt euch nochmal bei der Fangrate. Wenn ihr den Curveball benutzt, erhöht ihr die Fangrate. Und wenn ihr einfach fabelhaft trifft. Bei der Fangrate ist es ja wichtig, dass man das Pokémon einfach fabelhaft trifft. Dafür gibt es einen Trick. Man stellt den Kreis auf einfach fabelhaft ein, wartet, bis das Pokémon angreift, dann kann man den Ball werfen und wenn man das in richtigem Timing hinbekommt, dann trifft man sehr oft einfach fabelhaft. Jetzt sagen wir mal, ihr habt einen Kyogre gefangen. Was könnt ihr jetzt damit im Pokémon Go anfangen? Also für Raids ist das Pokémon auf jeden Fall geeignet. Wir haben hier zum Beispiel Mega Kamerupt. Da ist das Pokémon quasi das erste normale Pokémon, das man gebrauchen kann. Ansonsten haben wir hier 3 Krypto-Pokémon vorne dran, die könnte man also vielleicht noch haben und noch ein Mega-Pokémon und dann vielleicht das ein oder andere Kyogre. Früher hatten wir alle ein 6er-Team Kyogre, jetzt werden sie langsam weniger, weil die anderen Pokémon besser werden. Aber Kyogre kann nochmal an Stärke gewinnen, wenn wir uns die nächste Grafik anschauen.
Wenn wir uns den Schaden pro Sekunde von Wasser-Pokémon mit zwei Wasserattacken anschauen, dann haben wir an erster Stelle das Ash-Quajutsu. Das Ash-Quajutsu ist quasi die Weiterentwicklung von Froxy. Bedeutet also, dieses Pokémon wird irgendwann noch die Aqua-Haubitze bekommen, die hier aber nicht gelistet ist. Das heißt, das Pokémon wird sogar noch stärker. An zweiter Stelle haben wir Mega Sumpex. Und an dritter Stelle Protomorphose Kyogre. Wenn die Protomorphose-Form von Kyogre eine Mega-Entwicklung wird, dann kann es halt sein, dass man sich mal für Sumpex und mal für Kyogre entscheidet, je nachdem, wie viel man raidet oder wie oft man das Wasser-Pokémon halt brauchen wird. Ich hoffe halt sehr, dass es eine Mega-Entwicklung-Art wird, weil sonst könnte es sein, dass man Protomorphose Kyogre neu fangen muss und dann darf man neu auf eine 100er-Jagd gehen. Finde ich jetzt nicht so prickelnd. Kyogre kann auch in PvP verwendet werden, da würde ich jetzt sagen, aber nur in der Meisterliga. In der Hyperliga und in der Superliga ist es entweder nicht verfügbar oder zu schlecht. In der Meisterliga ist es auf PvPoke tatsächlich nur auf Platz 32. Trotzdem benutze ich dieses Pokémon sehr gerne und viele andere auch. Die Attacken sollten halt Kaskade, Blizzard und Surfer sein. Ich verwende aber persönlich lieber Donner, weil man sehr oft gegen Kyogre kämpft und fast alle haben dann Donner drauf. Was könnte Niantic in der Zukunft machen, um dieses Pokémon nochmal wieder attraktiver zu machen, damit man komplett neu raiden muss? Zum Beispiel Krypto oder eine Event-Attacke, die besser ist als Surfer oder die Protomorphose halt. Ich denke, das sind genug Aussichten für die Zukunft. Was ist eigentlich dieses Pokémon? Dieses Pokémon ist höchstwahrscheinlich ein Orca und ich finde, man kann es ihn auch sehr gut ansehen und das Pokémon ist immer abartig groß. Wenn man gegen Kyogre kämpft, hat man das Gefühl, alle Pokémon sind ultra klein bei dem Raid-Kampf. Also Roselia ist fast nicht zu erkennen in dem Raid. Kyogre bleibt ja nur bis 7. Juni, danach kommt Groudon in die 5er-Raids, ab den 16. Juni bekommen wir Spuk bei Mewtwo, ab den 23. Juni bekommen wir Psychostoß Mewtwo. Die nächsten Raid-Bosse werden dann erst wieder Ende Juni angekündigt. Eine Sache muss ich aber noch loswerden, und zwar die Aussprache. Bevor es dann 100 Mal in den Kommentaren steht, habe ich es wenigstens einmal kurz im Video erwähnt. Es heißt Kyogre. Schaut euch einfach den Anime Staffel Sonne und Mond an. Da kommt Kyogre drin vor und es wird auch ein paar Mal erwähnt. Die Schreibweise und die Aussprache sind halt nicht identisch, ist aber nicht ungewöhnlich. Es gibt viele Worte, auch im Deutschen, die anders geschrieben werden, als sie eigentlich ausgesprochen werden. Das waren alle Informationen über Kyogre. Jetzt noch eine Information über mich. Mein MMO hat einen Artikel über mich geschrieben, weil wir gemeinsam ein Interview geführt haben über das Pokéstop einreichen. Den Link zu dem Artikel findet ihr in der Videobeschreibung und ich bin immer noch ultra glücklich über diesen Artikel. Also, das könnt ihr mir gar nicht glauben, das ist wie Geburtstag und Weihnachten am selben Tag. Man könnte den ganzen Tag rumtanzen oder rumgrinsen. Das ist völlig normal, das gehört einfach dazu. Ich habe auf jeden Fall ein Kreuz auf meiner Bingo-Karte, weil ich quasi einen eigenen Artikel habe. Mega nice. Falls ihr den Artikel schon gelesen habt, ruft ihn gerne nochmal auf, damit mein MMO da etwas Unterstützung bekommt. Ansonsten bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt, abonniert meinen Kanal. Und in der Videobeschreibung findet ihr noch weitere Kanäle, wie zum Beispiel meinen Twitch-Kanal, wo ich heute Abend auch wieder reden werde. Bis zum nächsten Mal. Batsch!